Hallo und herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Wir haben letztes Mal unsere ersten beiden Dampfschiffe fertig gemacht. Uah. Sorry. Ich musste gerade mal kurz noch was nachschauen. Da musste ich ein bisschen am Mikro vorbei. Und wir haben die Insel zurückerobert mit... Like, das Schiff hatte irgendwie ein HP. Ridiculous. Aber wir haben es geschafft. Und das ist das Entscheidende. Unser Tauchboot ist auch gerade nicht mehr... So, pass mal auf. Den Clipper hier. Die Routen hier. Diese Route. Und zwar möchte ich da diesen Clipper dazu packen. Welcher bist du? Die Krabbe, ne? Ja, die Krabbe. Und dann möchte ich das hier rausnehmen. Und dann möchte ich da noch... Das ist jetzt erstmal temporär. Aber ich glaube, das ist erstmal ganz gut, dass wir das so machen. Weil wir haben hier prinzipiell eine Überproduktion. Also Kleidung jetzt nicht mehr, aber zumindest von der vom Rum. Und wir haben erstmal genug hier auf der Insel, dass wir das so temporär machen können. So, jetzt muss ich nur gucken, wo unser Flaggschiff rumsteht. Wo ist die die Theseus ist es. Früher hieß sie Beagle. Und zwar, du fährst jetzt einfach mal hierher. Weil mit dem Tauchboot... Ach, wir haben keinen Einfluss, ne? Wir könnten vielleicht ein Geschütz bauen. So, dann nehmen wir mal das mit. Und, ja, Stahl haben wir nicht so viel, aber... Was soll's? Wir bauen hier ein Geschütz hin. Das dürfte reichen vom Einfluss her, wenn ich mich nicht ganz... Also wir kriegen kein panzerbrechendes Geschütz hin. Das wäre halt eigentlich auch noch geil. So, wir bräuchten aber eigentlich einfach mal ein... War das nicht hier? War das bei den Arbeitern? Sorry. Ein Kanonenturm. Der kostet uns 7 Einfluss sogar nur. Okay, was kostet uns... Ja, nee, ich glaube, ich mache den Kanonenturm. Das ist der beste Allrounder, glaube ich, erstmal. Sonst müssten wir Dings machen. Ja, ich benutze erstmal den Kanonenturm. So, wir machen tatsächlich wieder ordentlich Geld. Wir kaufen uns die Insel tatsächlich hier zurück. Was jetzt echt nicht so ursprünglich mein Plan war, aber ich nehme es. Wir müssen halt für alle Inseln im Prinzip Bewaffnung hier planen in Crown Falls. Und das haben wir noch nicht. Aber wir haben immer noch die Vormacht. Also, er ist halt stark in der neuen Welt vertreten, ne? Wir könnten natürlich schauen, ob wir da vielleicht was dagegen unternehmen. So, ich baue mal. Oh, wir haben keinen Einfluss mehr. Wir haben keinen Einfluss mehr. Weil wir diese einen Anteil gerade gekauft haben. Wir sind doof. Ich bin doof. Wenn wir hier nochmal ein bisschen Bevölkerung ausbauen, wo ich keinen Stahl habe für. Okay, wie viel Stahlproduktion haben wir hier? 2. Wir werden beobachtet. Haben wir genug Eisen? Wir haben zumindest Roheisen genug. Stahl vielleicht nicht genug. Ah, vielleicht müssen wir nochmal... Oder wir legen mal die hier. Ganz ehrlich, wir brauchen normale Kanonengießerei. Wir brauchen gerade keine 2. Stopp die Maschinen. Eine reicht erstmal. Und dann bauen wir noch eine Stahlproduktion. Ich mache trotzdem Blaupausenmodus. Ich weiß, es ist nicht notwendig hier. Also nicht notwendig gewesen. Und da baue ich auch... habe ich Steinstraßen hier drüben? Ja. Heißt, na, ich baue da keinen Weg durch. Wäre vielleicht sinnvoll wegen dem Feuer und so, aber... Ich baue mal da noch eine Steinstraße lang. So, und dann können wir vielleicht noch einen Hochofen bauen. Wir kriegen hier sogar 2 Hochöfen noch hin. Das ist geil. Können wir noch eine Feuerwehr hin?
Oh, theoretisch kriegen wir hier sogar noch eine Feuerwehr hin. Okay, wir bauen auf jeden Fall mal einen Hochofen aus. Den anderen lassen wir mal noch. Und dann müssen wir gucken, haben wir hier noch Eisenminen frei? Hier zum Beispiel. Ja, da müssen wir uns dann halt... Da müssen wir halt jetzt erstmal so ein Markthaus hier bauen. Ich baue... Ich bin nicht geizig, oder? Ich baue einfach... Boah, das kostet viel Stein, aber was soll's. Ich baue mal Holz weiter. Weil ich weiß nicht, ob ich das so anbinde nachher. Das ist jetzt nur, damit dieses Lagerhaus hier das Eisenvorkommen. Hä? Ach, ich konnte es da jetzt nicht mehr bauen, oder was? So, weil ich die Brücke gebaut habe. So, jetzt, so ist auch okay. Da haben wir... Oh, wir haben diese Eisenminen nicht... Oh. Die Kommentare. Ich will sie gar nicht lesen. So, jetzt müsste das auch gehen. Kohle machen wir auch nochmal. Eisen machen wir auch nochmal. Auch wenn das jetzt hier nicht mega effizient ist, das ist erstmal zweckmäßig, dass das beide abholen kann. Haben wir noch mehr Eisen? Das. Ich glaube, jetzt haben wir alle Eisenminen angeschlossen. Und jetzt haben wir sie tatsächlich angeschlossen. Jo, und Kohle wahrscheinlich auch. Da ist Kohle. Kohle. Nein, wir haben noch eine Kohlemine frei. Halt, da war auch noch Kohle. Ja, okay, da müssen wir halt noch einen Weg hinbauen. Ah, und was, wisst ihr, was ich vergessen habe letztes Mal? Ja. Das hier wieder aufzubauen. Was ist das hier? Kohlevorkommen. Gut, Kohlevorkommen könnten wir uns halt Dings sparen. Aber es kostet, das ist wahrscheinlich, kommt aufs Gleiche raus, ne? Sekunden und was braucht es die Kühlerei? Okay, 30 Sekunden. Okay, wir könnten zwei Kühlereien sparen. Die Kosten. Okay, Wartungskosten 20, 40. Dann im Prinzip. Okay, ja, die Kohlemine ist teurer. Wir lassen es einfach so laufen hier. Das ist okay. Wir könnten hier auch mal mehr draus machen, eigentlich. Aber. Ja, ich weiß, wir können aus so vielem mehr draus machen, ja. Kupfer und Zink. Ja, ja, kein Lagerhaus in Reichweite. Jetzt ist ein Lagerhaus in Reichweite, aber... Noch keine Wegverbindung. Jetzt hast du eine Wegverbindung. So, hier drüben habe ich auch noch irgendwo eins gebaut. Wo war das? Hier unten? Wo war das? Schiff vom Stapel gelaufen. Oh, Leute... Leute, ich gehe gleich zum Schiff. Okay, der Rum ist absolut overfilled. Immer noch. Okay, ich muss die Kohleminen nochmal kurz durchgehen. Halt, da war... Das war doch hier, hä? War ich doch richtig. So, pass mal auf. Ich brauche ja noch mehr Brot, ne? Jetzt hier eine Getreidefarm bau. Okay, eine. Das wäre eine.
Ich möchte mal gucken, ob ich das hier hinkrieg. Einigermaßen sinnvoll. Ja, okay. Soweit, so gut. Die Frage ist, wenn ich jetzt eine dritte hinbaue und eine vierte. Wie wird denn das dann? Eher so semi-geil, oder? So, da können wir nicht. Dann, wenn dann hier. Okay. Weil da müsste jetzt ein Weg lang. Wir könnten hier noch ein bisschen Weg sparen. Oder ein bisschen Getreidefeld sparen. So. Hier könnten wir wahrscheinlich auch noch Feld sparen, oder? Boah, aber nicht viel. Wobei, jedes bisschen hilft wahrscheinlich. Mach ich hier mal weg. So, wenn ich das hier jetzt mache. Ja, ich mache das mal so, ja. So. Wir brauchen sowieso mehr Getreide, ja. Ich weiß, das Schiff wartet. Das ist da. Okay, ich mache das so. Ich weiß, da passt jetzt keine komplette mehr hin. Okay, das kann immerhin an das Markthaus hier. Das reicht mir erstmal. Ist die Frage, wie viele Felder fehlen mir? Keine. Mir fehlen keine? Ich hab sogar welche übrig. Warte. Wenn ich übrig habe, dann. Ihr Hafen wird angegriffen. Oh nö. Okay, nur mit Luftschiffen, oder? Ihre Insel wird angegriffen. Ja, es ist nur mit Luftschiffen. Ja, solange es hier nur mit Luftschiffen ist, mache ich erstmal nichts dagegen. So. Die Fläche hier ist voll ausgereizt. So. So, aber ich mache das jetzt so, dass ich, wenn ich mir diese Knicke hier hinten sparen, ich kann mir die Knicke, glaube ich, sparen, ne? Zumindest ein Teil davon. Jetzt das hier wegreiße, ja. Und. Zwei. Okay. Genau ein Feld. Das mache ich hier. Hier weg. Und dann habe ich das. Ich glaube. 144. Let's go. Und dann können wir hier nämlich eine. Es ist halt nur mal ein bisschen effizienter, wenn die geradeaus laufen. Es ist einfach weniger Wegstrecke. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Mal davon abgesehen, dass das Lager hier voll ist, ne? Eigentlich müsstest du es abholen jetzt. Ich kann dich mal ausbauen hier. So, 1, 2, 3, 4, 5 haben wir jetzt. Bräuchte noch ein sechstes, ne? Ich baue mal hier noch eine. Okay, sollten wir hier noch voll kriegen. Sehr gut. Wir brauchen immer noch eine Handwerkskammer hier irgendwo, wenn der sich über die Mühlen ersetzen kann. Warte mal, erst muss ich Mühlen bauen. Entsprechend 1, 2, 3 Mühlen. Ich glaube, ich mache aber die Mühlen 1, 2 hierher. Und dich auch hierher. Das kostet mir jetzt 200 zum Umsetzen, aber es ist mir egal. Ah, wobei. Ah, doch, wartet. Wenn ich den Weg hier so mache. Ja, okay. Okay, das passt. So. Also, ich habe
3 Mühlen geplant. Und pro Mühle brauche ich 1, 2, 3, 4, 5 Mühlen habe ich. 1, 2, 3, 4. Ich brauche pro Mühle 2 Bäckereien. Holy Macaroni. Hier steht falsch rum. Ist das so richtig? 2, 4, 6. Das müsste richtig sein. Haben wir eigentlich genug Stahl? Ne, wir haben nicht genug Stahl, um ein zweites zu bauen. So, und ich mache hier tatsächlich... Ihr Hafen wird angegriffen. Funeral. Okay. Neue Ziele? Du, wir sind hier in der neuen Welt dafür gut aufgestellt. In der alten Welt hier deutlich schlechter dafür. Ja, wir hätten, wenn wir den Einfluss hätten, könnten wir hier Anteile kaufen. Haben wir nicht, weil ich die Zeitung investiert habe. Naja. Okay, wir müssen jetzt... Ich komme jetzt nicht dran vorbei, ne? Look at it. Der erste Schlachtkreuzer. Was kostet er uns Unterhalt? 850, das geht. Es ist nicht billig. Aber er wird uns auf Dauer... Was haben wir denn eigentlich? 2 Millionen Spieler-Special? Oh, der 2070 Schlachtkreuzer hat schon was, ne? Und der Tarnmodus. Okay, ich glaube, das hier wird mein Flaggschiff. Ihre Leute halten nicht mehr lange stand. Flotte erwartet Befehl. Ihr Hafen wird angegriffen. Ihre Insel wird angegriffen. Ja, mich nervt das. Oh, wow. What the? Boah, dieses Elend ist jetzt frei. Schiff unter Beschuss. Neue Ziele? Aber er hat die Insel nicht übernommen. Ich kann hier noch bauen, oder? Ja, ich kann hier noch bauen. Das heißt, ich muss nur einen Anteil wieder kaufen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh, wow. Ja, die... Arbeitskrafttransfer unterbrochen. Hä? Sind da, kommen da noch mehr Bomben, oder? Lange stand. What? What is happening? Ich habe mich gerade über meinen ersten Schlachtkreuzer gefreut. Ja, die Feuerwehr wird nicht schnell genug sein, weil das Ding hier brennt auch ab. Kann ich den hier ausbauen? Ich kann den ausbauen. Okay, das hat vielleicht die Insel gesaved. Das ist schon mal... Ich musste die 10 Einfluss investieren. Ich weiß, es ist vielleicht dumm, aber... Ich investiere auch die hier. Und es kostet 10 Einfluss. So, aber ich nehme hier... Ich glaube, ich nehme alles mit. Ich nehme die Stahlträger mit, die kann... Ich nehme hier alles mit. So, und ich fasse hier rüber. So, ich schicke aber die Flotte auf jeden Fall mal los. Ja, ihr habt jetzt zu wenig Bauernarbeitskraft gerade. Da müsst ihr jetzt mal kurz mit klarkommen. Ich wollte euch eigentlich gerade mehr Brot geben. Was soll denn das? Mich nervt ein bisschen, dass er die Insel gekriegt hat. Also in der neuen Welt. Das nervt mich. Also er hat sie ja nicht komplett... eingenommen, aber es nervt mich richtig, dass ich die Linienschiffe nicht schnell genug hierher gekriegt habe. Weil die waren echt nicht weit weg. Ah, sie sind das.
Woanders sieht das Gras viel grüner aus. Wow, du bist ganz schön viel von mir. Die Menschen lesen und hören. Was gibt's, Boss? Ja, hier. Das haben wir uns verdient. Nein, du hast dir gar nichts verdient. Ich würde euch so gern rausschmeißen, aber... Ja, die Flammen wurden gelöscht, aber leider ist die Insel immer noch im Angriffs... Also... Ja, es wird schon Zeit. Die Schlachtschiffe sind jetzt allerhöchste Eisenbahn gewesen. Stillgestanden. Der Admiral. So, ich setze mal die Schiffe hierher. Ich hoffe, diese Insel ist in Ordnung hier. Ich könnte das hier freigeben, ne? Weil dann haben wir hier wieder genug Arbeitskraft, ne? Ah, haben wir sowieso. Die Insel ist wieder da. Alles gut. Die Insel ist wieder connected. Alles gut. Warte mal. Die Kosten... Warte mal. Wenn wir die nicht ausbauen, kosten die uns keinen Einfluss, oder? Okay, ich baue nur den Flammenwerfer aus. Scheiße erstmal auf die Flak. Die Flak hat nichts gebracht gegen die Luftschiffe. Frachtschiff steht bereit. Okay, das Ruhmschiff ist nicht voll. Das ist eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht, unser Ruhm ist voll. Die schlechte Nachricht, wir brauchen mehr Nähmaschinen. Die gute Nähmaschinen sind... Ah, ne, warte, das war Stahlbeton. Wo haben wir Nähmaschinen gebaut? Nähmaschinen? Hier. Die gute Nachricht, Nähmaschinen... sind ziemlich schnell neu gebaut. Und das war's. Weil wir haben Eisenversorgung und wir haben Holz. Wir können natürlich noch, wir können vielleicht ein verarbeitendes Geschäft hier abreißen. Kein Platz mehr frei. So, und dann haben wir hier auf jeden Fall genug Holzproduktion. Ja, die Kanonendinger, kann ich die aufmachen? Zurück an die Maschinen. Wir haben Dampfmaschinen. Wir haben keine Hochräder mehr. Das heißt, wir kriegen weniger Geld von denen. Aber ich glaube, es ist okay erstmal. Ich baue dich mal noch aus. So. Und Brot wollten wir eigentlich auch ausbauen. Das mache ich jetzt noch und dann beende ich die Folge, weil wir sind schon wieder bei viel zu lange. So, ich baue einmal Brot aus. Sind zwei Farmen. Und zwei Bäckereien. So, gut, dann ich weiß nicht, wo unser Schiff schon wieder ist. Hier. Ach, ich habe das hier hingeschickt zum Thumbnail machen. Ah, seine Insel ist im Weg. Okay, da ist die Insel im Weg. So. Gut, dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.